Hallihallo, heute mal von einem steinalten Laptop mache ich gerade mal so ein Video hier. Gut, an dem steinalten Laptop habe ich jetzt meinen aktuellen Monitor angeschlossen, damit ihr überhaupt was erkennen könnt, denn der Laptop hatte einen Monitor, der hat so gespiegelt, da musste ich halt das Ding nehmen. Gut, nicht, dass mein aktueller Monitor nicht spiegeln würde. Gut, was haben wir hier? Das Ding hat 16 MB RAM. Nicht Gigabyte RAM, 16 MB. Baujahr 95. Ja, jetzt ist es blöd, ne? Jetzt will ich natürlich Linux drauf spielen. Ja, damn small Linux will ich drauf spielen. Und was jetzt doof ist, das Ding kann nicht von der CD starten. Ja? Kann entweder Festplatte und dann hätten wir noch Diskette, aber Diskette ist kaputt. Diskette ist kaputt. Das BIOS kann nur entweder von der Festplatte oder von der Diskette starten. Ja, wie mache ich das jetzt? Ne? Mache ich jetzt hier wird hiervon kann ich nicht booten. Ne? Gut, Windows 98 ist drauf. Ich will eigentlich das jetzt nicht zerstören, denn dann könnte ich überhaupt nicht mehr booten. Ja, ist auch klar. Gut, Windows 98 drauf. Dann habe ich kleine Modifikationen vorgenommen. So, hier sieht man auch mal schön, hoffentlich, wenn das Kamerachen nicht wieder hin und her zoomt, ist egal. 16 MB RAM, Megabyte, 95 Toshiba Laptop Satellit Pro. So, hier habe ich mir das Windows 98 Startmenü schon angepasst. Ich gehe jetzt mal auf Windows Boot und das habe ich so eingestellt, dass Windows eben nicht bootet. Ne? Gut. Wir haben nämlich hier mehrere Dateien jetzt drauf. So, ich benutze loadlinexe, um das Linux-Betriebssystem zu starten. Gut, die CD hatte ich ja, ne? Dann habe ich von dem damnSmall Linux mir das Kernel auf die Platte gepackt. Das Kernel, ja, wo ist denn? Das heißt Linux 24 hier, komischerweise. Ne? Normalerweise heißt das VM-Linux mit Z. Hier heißt es aber Linux 24 bei damn small. Und dann haben wir noch eine Mini RAM-Disk hier. Die habe ich mir dahin kopiert. Ne? Von der CD auf die Platte, ne? Vom Windows aus halt. Oder von DOS. Gut, und dann seht ihr noch ein Verzeichnis Knoppix. Das gehört auch hierzu. Ne? Das ist auch hier drauf. Nachdem das Kernel Linux 24 gestartet ist und die Mini-RAM-Disk gestartet ist, wird im späteren im Verzeichnis Knoppix das Knoppix-Image gestartet. Ja, was erzählt der denn? Knoppix. So, dir. Und das ist dann eine 50 Megabyte Knoppix-Datei. Das ist quasi unser Dateisystem. Ne? Deshalb kann ich das hier schön von Windows auch machen. So, und wie kann ich denn überhaupt jetzt starten? So, ich habe gefunden loadlin. Und zwar eine DOS-Datei loadlinexe. Ne? Die kann das Linux-Kernel starten und auch die initiale RAM-Disk laden, damit das überhaupt läuft. Und wie gesagt, den Master-Boot-Rekord wollte ich nicht verändern. Gut, Modifikationen Windows-mäßig erstmal. Die MS-DOS-Sys modifiziert. Muss aufpassen, das Ding hat eine amerikanische Tastatur. MS-DOS. Punkt. Und das Y ist natürlich mit dem Z verdreht. So, MS-DOS-Sys. Boot grafische Benutzerumgebung, also Boot GUI 0 und das Logo von Windows 98 auch nicht. Ne? Das führt dazu, dass ich beim Booten halt immer Win eingeben müsste, wenn ich Windows starten wollte. Gut, erste Modifikation. Die Datei schreibgeschützt, müsst ihr den Schreibschutz aufheben. Gut, und dann wichtig für dieses Startmenü: config.sys modifizieren, damit dieses schöne Windows-Startmenü kommt. Ne? Gut, Menü in eckigen Klammern. Menü-Item, Windows, Windows Boot. Gut, das könnte man jetzt alles von Windows 98, brauche ich nicht erklären. Jedenfalls hat es zwei Einträge, einmal für Windows und einmal für Linux. Und das ist der für uns interessante Eintrag. Shell gleich. Ne?
loadlin.exe und dann @loadlin.par. Was soll denn das jetzt? Ne? Ja, also in dem Moment, wo ich anstatt Windows 98 Linux auswähle, komme ich auf die DOS-Shell. Loadlin.exe wird ausgeführt und holt sich seine Parameter. Deshalb steht ein @ davor. Aus der Datei loadlin.par. Ne? Die ist auch auf der Platte. Also das muss man erstmal alles so ein bisschen vorbereiten. Ja, damit man auch ein schönes Startmenü hat. So, edit loadlin.par. So, und so sieht es hier aus. Das sind die Parameter, die normalerweise dem Kernel übergeben würden. Ne? Diese Parameter findet ihr auch auf der entsprechenden CD. Wir haben also das Kernel, das hier komischerweise Linux 24 heißt, zu laden. Ne? Normalerweise stehen die ganzen Parameter hintereinander weg. Aber durch den Trick mit dieser Textdatei wird die ja unter Windows alte Version Begrenzung auf 127 Zeichen umgangen, sodass ich hier mehr schreiben kann. Ne? Deshalb lade ich die Loadlin.par nach von der ConfigSys aus. So, Linux 24 ist das Kernel. Ne? Dann sage ich noch, die RAM-Disk hat eine bestimmte Größe. Die Init ist etc. Init, deutsche Sprache, bla bla bla. Wie gesagt, die ganzen Parameter findet ihr auf der Dems mal Linux in der entsprechenden Datei, die normalerweise angezeigt wird, wenn ihr die ISO startet. So, init rd gleich mini rt 24gz, das ist dieses Mini-RAM-Diskchen, das zuerst gestartet wird. Und bei Boot-Image könnt ihr entweder Knoppix klein schreiben, hinten dran. Dann wird für die normale Einstellung von Knoppix geladen. Also dann wird, nachdem die initiale RAM-Disk geladen ist, das Boot-Image Knoppix eingehängt. Ja. Oder wenn ihr hinschreibt, hier unter Demsmall Expert, werdet ihr nochmal gefragt. Also was passiert? Ich gehe mal auf Beenden. So. Ich drücke mal STRG ALT und DELETE, englische Tastatur, amerikanische. Dieser Laptop, übrigens interessant, 1995 hat der Laptop mal über $10.000 gekostet in Amerika. Ich habe mir den nicht gekauft, nee. So, ich mache gleich mal ein Bild davon. Ne? Nach den Videos pflege ich irgendwie ein, wenn ihr es nicht schon gesehen habt. So, Linux Boot kann ich mir jetzt aussuchen. Gut, hier sind wir quasi in der ConfigSys, die mir jetzt die beiden Booteinträge zur Auswahl gibt. Und nun kommt halt, wenn ich darauf Enter drücke, der entsprechende Eintrag zum Tragen. Das heißt Shell gleich Loadlin und dann die entsprechenden Parameter hinten dran und dann sollte sich Linux starten. Ohne Master Boot Record, ohne dass ich irgendwie was an Windows verändert hätte, außer dieser ConfigSys-Datei. Und wir sehen, ja, und der Rechner hat nur 16 MB RAM. Welcome to damn small Linux. Ja, also DSL hat nichts mit Internet zu tun. Ne? Das heißt damn small Linux, also verdammt kleines Linux. Und das basiert auf der Knoppix-Technologie. Knoppix ist also Knoppernet, ne? Eine ganz bekannte Linux-Distro. Die hatte halt ein kleines Image, nur 50 Megabyte, nicht Gigabyte. Nicht Terabyte, 50 Megabyte groß. Und das wird nachgeladen. Hier sind wir in einem Expertenmodus. Da wird es noch nicht direkt geladen, sondern ich werde noch gefragt, will ich Kernel-Module haben oder auch nicht. Nö, brauchen wir nicht. Will ich dann noch was nachladen von der Diskette? Kann ich nicht, ist eh kaputt. Gut, und dann wird die RAM-Disk, das Knoppix-Image geladen. Und je nachdem, ob das funktioniert, startet dann Demsmall Linux. Da bin ich noch am Basteln. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.